Und über die wichtigsten Themen des heutigen Handelstages spreche ich jetzt mit Andreas Lipko von Kliegel und Hafner. Schönen guten Abend. Der DAX heute am Ende des Tages dann doch relativ schwach und ist wieder nur mit Trippelschritten vorangekommen. Warum? Hallo Herr Groß, ja, es liegt daran, dass wir natürlich wenig positive Impulse bekommen haben. Wir haben ja eher den Nackenschläge zum Nachmittag aus den USA bekommen. Demzufolge können wir eigentlich noch froh sein, dass sich der DAX über der 7.800-Punkte-Marke halten konnte und wir nicht richtig abgerauscht sind, sondern doch noch hoffnungsfroh sind, dass zum Beispiel heute von der Fed um 20.15 positive Signale kommen, die dann vielleicht morgen für einen freundlichen Trend sorgen könnten. Wie schätzen Sie jetzt das ein, dass die 7.800 Punkte halten? Ist das so diese kleine Konsolidierung, dieses Luftholen, um dann tatsächlich 8.000 und im weiteren Verlauf Allzeithoch anzugehen? Na, ich denke, dass wir erstmal noch weitere Rücksetzer sehen werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir gerade eben aufgrund jetzt Monatsultimo in den kommenden Tagen doch weiter den Rückwärtsgang einlegen werden und hier vielleicht sogar nochmal die 7.700-Punkte-Marke antesten werden. Ich sehe jetzt momentan keine Impulse, die wirklich dafür sorgen, dass wir jetzt einen Durchmarsch bis 8.000 Punkte und darüber hinaus machen könnten. Dazu sind einfach die fundamentalen Daten zu schwach. Bruttoinlandsprodukt in den USA, viertes Quartal. Nicht so stark ausgefallen, sogar rückläufig. ADP wesentlich stärker als erwartet. Das läuft irgendwo auseinander oder gegeneinander. Wie läuft es denn insgesamt in den USA? Ja gut, in den USA sieht man eben, dass doch hier die Lage relativ gemischt ist und hier viele, viele Sonderfaktoren dafür gesorgt haben, dass eben die Daten so weit auseinanderlaufen. Wir haben den ADP-Index gesehen, wir haben es bereits angesprochen, also die Schaffung neuer Stellen im US-Privatsektor, hier mit 196.000 Stellen doch wesentlich besser als erwartet. Hier ist man von 165.000 neuen Stellen ausgegangen. Das BIP dafür rückläufig, hier ist ein ganz einfacher Grund zu finden. Man hatte ja die Diskussion um die Schuldenobergrenze in den USA, beziehungsweise diese ganze Debatte um das Fiscal Cliff und die Umschiffung dieser Klippe. Demzufolge hat sich der US-Staat dann auch erstmal bei den Ausgaben, gerade im Militär- und Defensivbereich, zurückgehalten. Und das führte dazu, dass wir hier diesen starken Einbruch gerade beim Bruttoinlandsprodukt gesehen haben. Auf die Zahlen bei MAN müssen wir wohl noch ein bisschen warten, aber bei Scania gab es heute schon mal Zahlen. Wie bewerten Sie die? Ja genau, die Schwester sozusagen von MAN aus dem VW-Konzern hat heute ins Zahlenkleid gelüftet und hat einen Einblick gewährt. So gesehen kann man hier auch 1:1 Rückschlüsse dann auf MAN ziehen, die ja dann am 8.2. ihre Zahlen vorlegen werden und man sich nicht wundern sollte, wenn man hier ein Déjà-vu-Erlebnis dann vielleicht hat. Es ist eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, dass eben gerade Europa, Asien und Nordamerika hier sehr, sehr schwach sind. Die einzige frische Brise kommt für die beiden oder wird beziehungsweise für Scania heute dann aus Südamerika kommen. Hier erwartet man dann höhere Auftragseingänge in den kommenden Monaten und denkt und rechnet auch weiterhin damit, dass eben die alten westlichen Industrienationen hier eher zurückhaltender sein werden. Also von daher denke ich, wenn wir diese gleichen Ergebnisse auch bei MAN erwarten können. Was hat denn eigentlich die Aktie von E.ON heute für einen Tanz aufs Parkett gelegt? Da gab es Zahlen, vorläufige Zahlen, eigentlich eine Punktlandung, gar nicht so schlecht. Aktie geht ins Plus, dann guckt man wohl genauer hin und sagt, ach, der Ausblick gefällt nicht so und die Aktie geht ins Minus. Wann kommt denn da endlich mal eine Trendwende her? Ja genau, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Wir haben ja hier wirklich einen Eiertanz gesehen, gerade bei den Aktien von E.ON. Hier sicherlich die Äußerungen, die dann immer wieder neu interpretiert worden sind, ein bisschen verschreckt wurde man natürlich von der Diskussion rund um die Dividende. Hier hatte man ja doch damit gerechnet, dass diese erstmal festgenagelt ist für die nächsten Jahre. Jetzt hat man es davon abhängig gemacht, was ja auch eigentlich vertretbar und logisch ist, dass man das natürlich an den Gewinnen, an den Überschüssen des Konzerns festmacht und hier nicht sagt, man schüttet immer Festbeträge aus, sondern macht sind abhängig von den Gewinnen, die erzielt werden. Da waren dann die ein oder anderen Investoren doch erstmal wieder verschreckt. Dann ist auch noch nicht abzusehen, wann wirklich die Lasten aus der Energiewende hier für E.ON verdaut sind. Man hatte dann aber wieder Hoffnung verbreitet, indem man eben gesagt hat, man wird diesen zusätzlichen Aufwand dadurch entgegentreten können, indem man eben Stellen abbaut, indem man eben zum Beispiel Gaskraftwerke stilllegt, die nicht so rentabel für den Gesamtkonzern sind. Dann hatten wir noch Bayer, wieder einmal Bayer. Man hat wirklich das Gefühl, mit diesen Verhütungsmitteln, wo man erst Probleme bekam in Frankreich, dann in Amerika, dass sich das wirklich zum handfesten Thema ausbreitet. Ja, das scheint zumindest so zu sein. Genau, Sie haben es gesagt. Durch die Übernahme von Schering hat man sich ja auch ein Problem in den USA eingekauft mit Jasmine oder Jazz, wie es in den USA genannt wird, das Verhütungsmittel. Sind bereits 12.000 Klagen anhängig und der Konzern hat hier schon relativ große Rückstellung für eben diese Prozessrisiken gebildet. Jetzt kann man das Gleiche auch in Frankreich erwarten. Hier ja Diane 35, das Produkt, was jetzt in den Schlagzeilen gekommen ist, hier eigentlich als Akne-Medikament entworfen, wurde es aber dann doch als Verhütungsmittel
in den Einsatz gebracht. Das Problem ist, dass dieses Medikament nicht nur in Frankreich angewandt wird, sondern auch in 116 andere Länder. Das heißt also, man hat hier wirklich ein umsatzstarkes Medikament oder eine umsatzstarke Präparatsparte, die den Konzern doch bisher zu guten Gewinn verholfen hat. Man muss als Aktionär von Bayer sicherlich diese potenzielle Gefahr bzw. dieses Problem weiter im Auge behalten. Zahlen gab es heute vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ich habe so den Eindruck, wir haben die Talsohle fast durchschritten. Das Schlimmste liegt hinter uns. Wie sieht Ihr Fazit aus? Ja gut, genau. Man hat ja heute hier gesehen, beziehungsweise wurde vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bekannt gegeben, dass man eben im ersten Quartal 2013 mit einem leichten Wachstum von 0,2% rechnet. Man hatte hier im letzten Quartal ein Wachstum von einen Rückgang von 0,5% gesehen. Es ist halt Optimismus, der verbreitet wird, der sicherlich dadurch auch zustande kommt, dass eben die Euro-Krise ja hier das Gröbste zumindest vorerst hinter sich hat, dass die Unternehmenslenker hier wieder optimistischer sind und dann natürlich auch bereiter sind, ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu blicken. Herr Liebko, Donnerstag, Freitag, was passiert die Woche noch? Ja, viel Spannendes, denke ich mal. Auf der einen Seite haben wir eben den Monatsultimo. Hier muss man sehen, wie sich jetzt die Fondsmanager und institutionellen Anleger weiter verhalten werden. Auf der einen Seite liegt es natürlich nahe, dass man die eine oder andere Position ein bisschen aufhübscht und sich hier versucht, die Wunschkurse zum Monatsende hinzuzaubern. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass die Aktien eben den Anleihebereich stark outperformt haben. Hier haben wir also wirklich ein wesentlich höheres Wachstum gesehen. Das kann dazu führen, dass große Pensionsfonds jetzt dann eben gezwungen sind, auf der Aktienseite Nettopositionen abzubauen, um eben Liquidität aufbauen zu können. Dieses Hickhack bzw. dieses Kräftespiel wird sehr, sehr interessant werden. Das werden wir dann morgen erleben. Auf der anderen Seite sind natürlich weitere Unternehmensdaten aus den USA und Europa, die in den nächsten Tagen auf die Märkte zukommen werden. Unter anderem zum Beispiel in Deutschland Infineon, GfK und Wirecard. Also sehr, sehr viel Datenmaterial, was dann wieder auch für Spekulationen zuständig sein kann. Andreas Liebko, Marktstratege von Klingel und Hafner. Vielen Dank fürs Interview und einen schönen Abend nach Berlin. Das wünsche ich Ihnen auch.